Hallo liebe 1000 beste Wort Zuseher, Neste Nils mein Name. Heute fahren wir gemeinsam in Duro. Wir sind geflogen nach Zypern. Bleib dran, zieh dir rein, was wir dort für lustige, coole und auch sehr angenehme Sachen erlebt haben. Hier im Video auf 1000 PS. Tja, die Jahreszeit November, Dezember, aber auch Jänner ist immer jene Zeit, wo wir enduromäßig immer ein Problem hatten, uns in Form zu halten. Und in Form bleiben war auch das Stichwort. Keine Sorge, hier kommen jetzt keine schmutzigen Szenen, die wir da zu Beginn des Videos haben, sondern das war der Anlass. Zweiradprofi-Bauerchef Alex Bauer kräftig zugelegt und hat gefleht und gewinselt. Was können wir im Winter nur machen? Wir müssen Endurofahren gehen, damit die Saison 2015 nicht zu grausam an der Waage beginnt. Aber es war schon mal eine Herausforderung, hier seine Klamotten hier in Schwung zu bringen und aktivieren zu können. Wir sind gemeinsam mit einem zypriotischen Enduro-Reiseveranstalter, mit der Firma Exclaime Enduro Tours, nach Zypern geflogen. Die Flüge sind ja in der Nebensaison, jetzt im November, aber auch Dezember und Jänner, auf Zypern relativ billig. Die Pauschaltouristen haben sich dann schon aus dem Staub gemacht. Und wir genießen da vor Ort das feine Wetter. Was man natürlich hier gleich sieht auf den ersten Bildern ist, dass Zypern weit mehr kann als einen bloßen Steinehaufen zu bieten. Bei den südlichen Enduro-Destinationen ist es ja oft so, dass das Gelände sehr, sehr felsig und sehr steinig ist. Das haben wir hier auch. Aber wie man sieht hier auf den Onboard-Aufnahmen, es geht teilweise bis ans Meer, wirklich fast bis ans Meer, aber auch sehr weit rauf in die Berge, wo man wirklich griffigen Waldboden hat, aber auch weit runter ins Tal, in die ausgetrockneten Flussbecken. Nicht fehlen dürfen natürlich die Steilhänge, wo dann immer natürlich große Unterhaltung auch geboten wird. Hoffentlich zumindest haben wir das gehofft. Hier zum Beispiel im Bild zu sehen, wie die Rangordnung im 1000 PS Büro neu definiert wird. Neste Nils geht an Patrick Auer, Arlo Auer vorbei. Ob das schon die Vorzeichen für die Rennsaison 2015 sind, man wird es sehen. Als Geschäftsführer hier von dem Unternehmen habe ich natürlich beim Videoschnitt alles immer so auswählen lassen von den komplett neutralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass da immer ich gut dastehe und die anderen schlecht. Scherz beiseite. In diesen 3 Tagen haben wir natürlich viele tolle Sachen erlebt vor Ort auf Zypern. Und man sieht hier teilweise natürlich die typischen felsigen Passagen und steinigen Passagen, die mir aber dann nach 1-2 Tagen auch schon wirklich Spaß gemacht haben, weil man dort einfach in jeder Hinsicht diffizil fahren muss. Das Spiel mit der Traktion muss man da einfach perfekt im Griff haben, das Spiel mit der Balance, ja, so wie man es hier sieht, muss man perfekt im Griff haben. Man muss hier auch immer bei den Gebüschen gut im Sattel stehen oder sitzen, je nachdem wie man drauf ist. Und man muss aber auch aufpassen, dass man vom Vordermann da nicht mit den Steinen bombardiert wird. Und kaum zu glauben, aber teilweise sieht das wirklich heftig aus hier, diese felsigen Passagen. Aber nach wenigen Fahrstunden schon, und am dritten Tag ist dann wirklich schon super gelaufen, ist das ein tolles Training, was wir bei uns in unseren Breitengraden ja so nicht haben. Wenn wir dann nächstes Jahr im Sommer wieder bei der Rallye in Bulgarien, bei der Six Days Crazy Job antreten, finden wir zum Teil auch wieder ähnliches Terrain, also dieses felsige mit teilweise auch groben Schotter, und das können wir in Österreich schlecht trainieren. Da sind wir froh, dass wir da in Zypern eben diese Vielfalt vorgefunden haben. Vielfalt gibt es in jeder Hinsicht, zum Beispiel hier die große Auffahrt zum Damm, wo wir von 1000 PS die ersten Enduristen waren, die bis ganz da oben gekommen sind. Wir sind jetzt sowas wie Volkshelden auf Zypern. Muss aber auch sagen, dass die Enduro-Szene in Zypern natürlich relativ klein ist. Die ganze Insel hat rund 1 Million Einwohner, kann man sich jetzt runterrechnen, wie wenige davon Enduro fahren, und die einheimischen Enduro-Rennen sind eher alles Wiesenslaloms, obwohl, wenn man hier sieht, das Revier grandios ist. Hier zum Beispiel die steilen Auffahrten bei den riesigen Bergen hier. Das ist, wir nennen die einheimischen Bikers Paradise. Bis an den Gipfel geschafft hat es der Zweiradprofi aus Wien, der Alex Bauer. Hier in der Aufnahme gescheitert ist der Arlo von 1000 PS. Er hat es dann ein bisschen später auch noch geschafft. Aber man sieht schon, die ersten Piloten haben hier natürlich großen Vorteil, weil da der Boden noch griffig ist. Aber je später man hier an die Reihe kommt, umso loser wird der Untergrund, und dann
gab es natürlich keine Erfolgsaussichten mehr. Von der anderen Perspektive, vom gegenüberliegenden Hügel aus, sah das natürlich noch beeindruckender aus teilweise. Und dieses Bikers Paradise Areal, ein riesengroßer Spielplatz, wo ihr viel Spaß habt. Viel Spaß hatten wir aber auch natürlich auf den kleineren Waldtrails, die hoch hinauf in die Berge führen. Das ist auch jene Area, sagen wir mal, wo selbst im Sommer noch Enduro-Touren angeboten werden von Extreme Tours. Also für alle, die im Sommer auf Zypern Urlaub machen, die können dort bis auf 2000 Meter rauf mit der Enduro fahren. Das ist im Sommer erträglich. Jetzt im Winter haben wir im Prinzip im November noch gute Wetterbedingungen dort gehabt, aber es kann tatsächlich sein, dass hier das eine oder andere Schneeflackerl im Dezember oder Jänner kommt. Aber der Tourguide hat da natürlich überhaupt kein Problem damit, weil er hat natürlich ein riesiges Portfolio an Strecken zur Verfügung, vom Strand bis hinauf in die Berge, und es gibt immer irgendwo ein Plätzchen auf der Insel, wo man tolle Wetter- und Terrainbedingungen vorfindet. Vom Wetter muss man sich das so vorstellen, dass ja Zypern im Prinzip ungefähr schon auf der Höhe von Israel liegt. Also das ist relativ weit südlich von uns aus gesehen, und so einen echten Winter, wie wir ihn kennen, gibt es halt dort natürlich nicht. Es ist auch noch ein Tick wärmer als Südspanien und vom Terrain her etwas abwechslungsreicher, wie man sicher auf den Aufnahmen auch sieht. Man kann sich so auch im Winter im Tal unten 20 Grad erwarten. In den Bergen wird es dann etwas kühler. Und ich sage wirklich, wenn man Glück hat, hat man auch den einen oder anderen Regenschauer mit dabei. Denn dann werden diese Auffahrten, wie hier zum Beispiel, die sandigen Passagen, etwas griffiger. Wohingegen letzten Winter, hat man mir gesagt, war vor Ort relativ wenig Niederschlag. Und dann hat es einfach zu viel gestaubt. Also ein wenig Niederschlag, gar nicht so schlecht. Und so hat man dann auch im November und Dezember teilweise sogar griffige Böden zur Verfügung. Auch wirklich griffig waren diese weißen Steinplatten am Strand. Da hat man am Anfang wirklich etwas Angst, weil es ging ja relativ knapp an der Küste entlang, relativ knapp am Meer entlang. Passiert ist nichts, liegt vermutlich auch daran, dass das tatsächlich einigermaßen griffig ist und wenn man da natürlich auch etwas vorsichtiger ans Werk geht. Tja, insgesamt war es eine tolle Zeit auf Zypern, dank der professionellen Tourbegleitung von Extreme Tours, und kann man wirklich empfehlen, auch deshalb, weil es preislich schwer in Ordnung ist, pro Tag zwischen 150 und 200 Euro all inclusive, also mit Testmotorrad, Benzin und Tourguide, und das war wirklich schwer in Ordnung und hat uns da jetzt einen tollen Trainingsvorsprung im Winter verschafft.